Hey Leute, was geht ab? Ich bin der Eikasbrat 33 und willkommen zurück zu meinem Brand von Super Smash Bros. Ultimate. Genau, im letzten Part haben wir ja gegen Pummeluff und gegen Glurak, die zwei stärkeren Gegnern, gekämpft. Und jetzt kämpfen wir gegen der Thunreihe Shrimpson gegen den Inkling. Also als Geist der Shrimpson und als Gegner ist der Inkling dran. Mal gucken, wie es so wird. Ich denke, es wird leicht, wegen dem ersten Inkling-Kampf war, ja, wie soll ich sagen? Nicht schwer eigentlich, kann man sagen. Ich weiß auch nicht, ob der hier schwerer wird. Ich denke aber nicht. Was? LOL! Oh nein, das wollte ich jetzt nicht, nein! Oh mein Gott, Alter. Das war mal knapp. Was macht die da die ganze Zeit? Hä? Ich habe keine Ahnung, was die gerade abging, aber... Speisestärkung. Oh Gott. Wir sind da durch. Weil ich bin übelst Platoon-Fan. Richtiger Höhen. Erhöht nach dem Essen Angriff, Abwehr und Lauftempo leicht. Ja, ist ja klar für Schwimmsen. Der verkauft das ja. Und eigentlich war er ja in Splatoon, so in Splatoon 1, der Schuhbesitzer. Also der Schuhbesitzer. Also des Ladens, so Schuhladen oder so. So, gegen Dr. Mario geht's ran. Und das ist diesmal Verteidigung. Da regen wir mich nochmal den Bisasam rein. Let's go. So, gegen Dr. Mario, der uns mal untersuchen wird, ob wir krank sind oder nicht. Dr. Mario, sag was. Okay, Rob, sein Assistent, sagt erstmal gar nichts. Also, das ist übrigens Dr. Mario hier, der hier uns irgendwas sagen will. Das ist ein böser Arzt, den wollte ich auf jeden Fall nicht besuchen. Der ist sehr... nicht professionell auf jeden Fall, den sollte ich auf keinen Fall besuchen eigentlich, weil er bringt eigentlich nur Pech hier und, ja, genau. Darf ich mal sagen, was hier abgeht? GTA! Oh mein Gott! Was geht hier ab? WTF! Jetzt wird es wieder frustrierend sein, wie in jedem Part. Also in jedem Part wird ungefähr immer ein Gegner, der richtig schwer wird. Das letzte Part war ja eigentlich Pummeluff, aber war es nicht so frustrierend. Und in diesem Part ist es anscheinend Rob und Dr. Mario Power, unser Assistenz-Power. Ja, kann man so sagen. Okay, ich konnte ihn gerade nicht greifen. So. So, und wenn... ja, okay, wenn Mario das will, dann... Oh mein Gott, Alter. Gegen Rob ist schon schwer. Tschüss! Na, weg, Rob! Wieder richtig krank. Oh, Scheiße, Alter. Scheiße. Es wird wieder richtig krank sein. Es wird wieder richtig krank sein. Mal gucken, ob ich mit dem was reißen kann. Alter! Lieber Mario, einen einzigen Schaden hinzugefügt. Tschüss! Rob geht mir richtig! Ja, oder auch nicht. Oder wird einfach in den Tod springen, das geht ja auch. Ich hab doch Schutz gemacht!
Hey, ich hab doch den Schutz gemacht. Oh, Rob war fast tot. Verdammt. Ich guck, ob ich noch den anderen da noch ein bisschen. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Stärken, ja. Ob ich den noch irgendwo stärken kann. Ja, kann ich, okay. Oder auch nicht. Okay, jetzt ist er ein bisschen stärker geworden. Gut, versuchen wir es mal jetzt. Ja, genau. Versuchen wir es mal jetzt. Wo ist der? Habe ich ihn gerade ausgerüstet? Da ist er. Achso. 5000 hat er jetzt, okay? Ja, hat er. So, mal gucken, ob er jetzt klappt. Der hat ja 4500, also er kann ja eigentlich nicht so stark sein, aber er hat leider den Rob an seiner Seite, also. So, wir müssen den Hauptgegner besiegen. Also eigentlich müssen wir ja nur Mario besiegen. Rob ist eigentlich nicht möglich, den zu besiegen, irgendwie. Also ich finde Mario eigentlich. Oh nein. Mann, wieder mich immer greifen. Tschüss, ey, was geht mit dem ab? Muss los! Mario ist eigentlich nur auf defensive Variante. Rob macht einfach alles für ihn. Muss einfach nur von Rob fernhalten, ja. Ja, oder auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Eigentlich kann ich ruhig auf Angriff gehen. Weil Defensive bringt mir eigentlich gar nichts so. Defensive bringt mir einfach nichts. Ich muss ja eigentlich nur gegen Dr. Mario kämpfen, also. Den Rob kann ich eigentlich komplett vergessen, also den brauche ich eigentlich nicht. Das ist eine Assistenz so. Alter. Mario, komm jetzt her. Der Rob hat einfach für den die ganze Arbeit, ey. Oh nein. Ich hab ihn fast. Den Mario. Oh nein. Ist er down? Geh down. Ja, nice. Gut, das war meine Variante hier. Kampfbeginn mit einem Laserschwert. Einfache physische Waffe. Puh, nice. Das war meine Variante. Geil. Nice. Ich liebe es. Oh, wir können jetzt endlich da rein. Da gehen wir direkt dahin, ne? Jo. Direkt dahin gehen. Turbo Speed. Schnell hin da. Hin. Sonic Style. Wir können jetzt einlösen und der macht alles für uns die Arbeit. Oh, wir können uns betreten. So, erstmal kämpfen wir gegen den hier. Gegen Sigma. Oh nein. Es wird wieder krank. Es wird wieder krank. Alter. Aber mit dem werde ich wieder richtig verkacken. Jetzt werden wieder Verzweiflungen geben. Gegen Ganondorf. Und auf 9500. Wie Sonic. Oh mein Gott. Aber er hat keinen Partner, ne? Er hat keinen Partner, ne? Sieht nicht so aus.
Die haben ihn getroffen! Alter. Es wird wieder nichts, es wird wieder nichts. Alter, was zum Teufel? Ich probiere mal einfach andersherum mal. So. Dass ich auf Verteidigung mal gehe, wegen das hat ja bei anderen auch funktioniert mal. Mal wieder und mal nicht. Keine Ahnung. Das wäre so viel, ey. Ja, es könnte schon ausbringen eigentlich. Immer anders darum so. Ja, es wird aber wieder nichts. Ich hab doch den Schutz hier. Alter. Ich hatte doch gerade den Schutz da. Hm. 4 Minuten schon? 11 Minuten? Okay. Das reicht auch eigentlich aus. Ich werde wieder verzweifelt sein. Ich werde einfach wieder verzweifelt sein. Ich bin 2600 auf Level 1. Puh. Muss los. Ich upgrade ihn mal. Ich kann ja nur einmal upgraden. Ja. Level 6. Oh, der ist aber schon stark. Und ich kann noch einen dritten nehmen. Okay, das ist nice. So, dann machen wir noch mal... Ja, die sind eigentlich beide gleich. Ich finde aber den hier cooler. Mal gucken, wie es jetzt so wird. Ich muss ihn eigentlich mehr upgraden. Aber ich weiß nicht. Tschüss, wie er mir gibt. Alter, muss los. So's. Ja, okay, das bringt nichts bei dem. Der gibt mir richtig, Alter. Dann gehe ich auf jeden Fall auf den auf Verteidigung. Da war es eigentlich sogar besser. So. Ich hätte den Shot gehabt. Ey. Muss los. Ich will diese Attacke nicht machen. Ey, was ist denn das? Problem ist halt, er hat auch sogar. Ich will die ganze Attacke machen, aber der macht die manchmal nicht. Keine Ahnung warum. Obwohl ich auch den richtigen Knopf drücke dafür. So. Oh scheiße, die hatte nichts mehr drauf. Verdammt. Nein, komm nach oben, Wo hat er denn die Schlaf hat er gar nicht gemacht? Nein, warum bin ich nach unten gegangen? Komm nach oben. Nein!
kann vielleicht sein, es kann vielleicht sein. Also Smash ist echt richtig schwer für mich. Oh mein Gott. Komm her. Komm doch nach oben, komm. Ja, komm doch. Wenn du mich mal traust. Wenn er diese Schutzattacke macht, Alter, da kann ich nichts machen. Alter, der übertreibt da komplett sein Life. Essen, 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 essen! Ja! Oh nein! Oh Gott! Nein! Oh. Komm her! Nein! 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 Das war der Durchbruch! Oh. Ja. Lol, was ist das denn für eine Attacke? Hä, die ist ja richtig geil. Boah! Die Attacke gibt richtig! Oh nein. Oh Gott. Nein, verdammt! Ey, das war so ein schöner Treffer wieder. Ich weiß aber, wie ich ihn besiegen kann. Und ich schaffe es halt immer nicht. Zack. Manchmal ist er mega, mega krank stark. Und am Ende war er eigentlich so low. Nein, ich will diese Attacke nicht machen, ey. Nee, es war's schon eigentlich wieder. Also wenn er den Schutz macht, dann bin ich tot eigentlich. Ja, das wäre sowieso nichts gewesen. Ich will es noch in diesem Part schaffen. Das ist mein Ziel eigentlich. Sonst mache ich den Offliner so. Ey. Nein! Du dreckiges Arschloch!
Oh nein. Nein! Oh, verdammt, einmal noch. Einmal noch. Ich bin verzweifelt. Ich bin verzweifelt. Alter. Ich sehe, ich mache nur diese Stampfattacke, weil das einfach nur die sicherste Methode ist. Finde ich auf jeden Fall. Alter, wenn er diesen Schutz macht, ey, da habe ich keine Chance. Nein, ich wollte das nicht machen. Komm her, komm her, komm her, komm her. Ja, bitte. Was? So wenig Damage. Und jetzt hat der seine Attacke und macht mich One-Shot, ne? Alter, was hat er bitte für eine kranke Attacke? Das war's für den heutigen Part. Ja. Mehr kann ich nicht mal dazu sagen, ne? Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr natürlich auch einen Daumen nach oben da lassen. Ich werde den Kampf wieder offline machen, weil, ja. Wie ihr schon seht, ist der sehr, sehr krank. Lasst auf jeden Fall auch ein Abo da, wenn ihr nichts von den Videos hier verpassen wollt. Und seht dann beim nächsten Part von, Super Smash Bros. Ultimate. Ja, ich werde auf jeden Fall den Kampf sehr, sehr krass. Ich finde ihn auf jeden Fall sehr, sehr krass. Und der frustriert mich echt krass. Der frustriert mich schon sehr, sehr hart. Also verpasst auf jeden Fall nicht den nächsten Part. Den nächsten Part, da werde ich ihn, denke ich, mal wieder besiegen. Bis dann und ciao, ciao.